So, da oben ist es, wenn ich alles richtig gemacht habe, zu. Ja. Aus dem einfachen Grunde, weil sonst die Typen da durchlaufen. Okay, ich brauche mehr Werkbänke. Habe nämlich kein Holz mehr. Wo war das jetzt? So, die Tür sollte die Narren eigentlich davon abhalten, im besten Fall. Ah, da kann ich mir direkt noch eine Handvoll Holz holen. Was haben wir da, genau? Ich nehme mal davon. Das ist ein paar Münzen, ja, ein paar Münzen. Ne, ich habe die andere Münze vergessen. Oh, Kacke. Habe ich noch irgendwas, um es zu Geld zu machen? Ich schau gleich mal. Habe ich das Zeug da alles hingelegt, um es später wieder mitzunehmen? Ja, blöd. Wie sieht es denn aus? Wie sieht es denn aus? Hier bei Ihnen nicht. Nein. Also muss ich den Händler unten in der Taverne aufsuchen, aber der hat echt beschissene Preise. Und bei dem muss man immer zuerst rumlabern. Was habt ihr denn? Ne, die Ente. Klar. Hier, zwei für eine. Naja. Immerhin. Davon kann ich mir, glaube ich, 20 Pfeile leisten. Nein, nur 10. Oh, war ich wieder geizig. Ja, okay, da gibt's halt nur 10. Komisch, dass hier nicht, dass hier nicht drin ist. Warte. Ich denke, eine Münze ist angemessen. Hier, so, da. Gut, easy, wir haben eine Handvoll Pfeile. Könnten ja theoretisch welche machen. Ich weiß gar nicht, wie es eigentlich mit der Plastikproduktion aussieht. Mittlerweile. Dankeschön, Dankeschön. Ja, sie feiern ihren wagemutigen Held, der sich ganz alleine hinauswagt in den garstigen Nether. Der Uga bleibt erstmal tot. Bestimmt, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Von dem her cool. Ich könnte einen Jäger umlegen. Ich glaube, der droppt ein paar Pfeile. Oder? Droppst du Pfeile? Droppst du Pfeile, Jäger? Nein, nur Münzen. Jetzt schon. So 100%? Ja, ja. Was denn jetzt? Verrat keinem, dass du da gewesen bist.
Okay, Münzen hat er schon mal gedroppt und. Ja. Alles cool. Oh oh. Das Geräusch kenne ich doch. Man sieht hier gar nichts mehr wegen diesem ganzen Scheiß. Ich muss hier alles platt machen, alles zu betonieren. So, also, schauen wir mal. Hier die Münze. Ich brauche eine Brieftasche oder sowas. Wie sieht es denn hier aus, hier im Ofen? Vielleicht habe ich hier... tatsächlich. Cool. Sehr praktisch. Stimmt, hier gibt es ja auch noch... allerlei Nahrungsmittel. Unter anderem viele Pilze. Pilzpulver, Pilzsuppe, Melonen. Tofuzeug. Ja, genau. Wir hatten hier Tofuzeug hergestellt. Ist cool, die haben wirklich, die haben mit diesem Ressourcenpack wirklich alles mitgenommen. Also auch hier da die spezielleren Sachen wie das da. Finde ich geil. Nom 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 nom. Bäh. So. Wo waren wir denn möglichst noch nicht? Ich möchte nämlich neu... wo brennt's? Wieso? Wieso brennt's? Hä? Was bist du? Das hab nicht ich gemacht. Das war irgendwas Neues. Hier sind noch mehr davon. Oh, jetzt bin ich paranoid. Wie wenn irgendeine Wespe um mich herumschwirrt, wenn ich am Rauchen bin. Erschrecke ich mich nachher auch von jedem kleinen Scheiß. Es gibt die ein oder andere neue Kleinigkeit hier im Nether und die ein oder andere von diesen Kleinigkeiten möchte ich gerne suchen bei Zeiten. Und wenn ich sage bei Zeiten, meine ich jetzt sofort. Nein! Hier, Dingens, Steinfabrik. Darf nicht vergessen, der Nether ist und bleibt gefährlich. Und ich bin immer noch nicht feuerfest. Put, 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 mein Hühnchen. Ist das Creeper? Ne. Also solange nicht irgendwelche Sachen abfackeln, sind wir cool, aber sobald die Dinge zu brennen beginnen, ist das nicht mehr geil. Komm her. Komm her, kleines Scheißerle. Nimmt sehr genau mit den Abstandsregeln. Wo ist es denn jetzt? Stirb! Ein typisch Mensch. Irgendwas, er sieht irgendwas Neues, das er nicht kennt. Kann ich es töten? Ja, nein. Wenn ja, kann ich es ficken? Wenn ja, kann ich es... Muss ich es dazu töten oder nicht? Wenn nicht, auch gut. Tja, und das sind 8000 Jahre Menschheitsgeschichte zusammengefasst.
Ich darf den Weg hier nicht verlieren, tatsächlich. Gut, den fetten Wasserfall, den wir mehr kennen. Und da oben auch die Hütte. Vielleicht kann ich mir da hinten eine kleine Brücke schlagen. So, hier, wo die Stelle am dünnsten ist. Ich überlege gerade. Also, wenn die Hütte da steht. Wenn da die Hütte steht, dann ist die Base quasi geradeaus. Und dann ist im rechten Winkel davon schon erforscht, da hinten aber noch nicht. Das heißt, wenn wir etwas wirklich Neues sehen wollen, müssen wir in die Richtung. Schon. Ich kann da keine Fackel draufsetzen. Alter. Die Musik. So, ich schlag mich hier erstmal in die Büsche. Gut bewachsen hier. Nehmen wir vielleicht noch ein bisschen Holz für die Brücke, die wir jetzt bauen müssen. Boah. Yay. Das anpeilen. Bitte nicht töten, 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 bitte nicht töten. La la la. Einfach nicht aufblicken. Einfach weitermachen. Bin ich schon da? Schaffen es überhaupt? Ich höre was. La 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 la. Joink. Oh, hier unten ist so eine kleine Aufsparung. Interessant, interessant. Ich hätte schon gern eine richtige Brücke, mindestens zwei Felder breit, am liebsten drei Blöcke. So, mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir? Um die 20. Jetzt haben wir definitiv genug. Jetzt lauern auf der anderen Seite schon irgendwie. Was ist das? Schon irgendwie Werwölfe oder so ein Scheiß. Ich sehe es genau kommen. Na, ist doch. Noch nicht so weit, die sind gut in der Hälfte, würde ich schätzen.
einfach fertig bauen und dann das Ganze aus Stahlbeton nachziehen und eine fette Glaskuppel oben drüber und dann sind alle glücklich. Okay. Weshalb nicht, sind das Hintergrundgeräusche? Sind das das Geräusche von Dingen, die uns töten werden? Wir haben gerade bei dem Ogre so fett Level abgesahnt. Ich will den nicht einfach verlieren. Und auch sonst das ganze Zeug, neue Rüstung und so. Das wäre mir gar nicht recht. La 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 la. Okay, jetzt haben wir ungefähr 1,5 Stacks gebraucht für 1,5 Brücke. Das heißt, wir brauchen noch ein Stack für eine Brücke. Ungefähr. Nicht ganz. Und noch ein bisschen Reserve kann auch nicht schaden. Geht ja schnell mit der Hacke, geht ja schnell. Wir haben uns hier hinten noch so gar nicht umgesehen, tatsächlich. Wir waren auf der anderen Seite unterwegs, also im rechten Winkel von der Base weg. Aber das hier ist, glaube ich, tatsächlich neu. So, ein Stack ist voll, wie ich sehe. Bitte keine Lava. Und dann reinlaufen. Ja, es tut's. Muss. Ah, hinten haben wir noch ein Wespennest, aber nicht unseres. Unseres sollte irgendwo da hinten sein. Haus war da irgendwo und dann, ja, keine Ahnung. Ah ja, da waren wir. Die Brücke, die haben wir gebaut, irgendwann vor 10 Jahren gefühlt, vor 2 Jahren vermutlich wirklich. Oder einem oder so. Auf jeden Fall von dieser Brücke im rechten Winkel in die Richtung ist die Base. Da waren wir auf jeden Fall und ja. Knochen nehmen wir dann auf dem Rückweg mit, wenn es sich anbietet. Wenn wir noch Platz haben. Wenn wir noch leben. So, und ich traue diesen verdammten Pflanzen nicht. Wie oft schon bin ich an solchen. Habe ich versucht zu klettern, ich oder jemand anders, nee, nicht zu klettern, sondern hier zu shiften, so wie jetzt. Und dann kam so eine Pflanze irgendwie, die neben uns gewachsen ist und schwupps hingen wir quasi an der Pflanze und das Spiel hat hier die Kante nicht mehr gecheckt. Und platsch. Es geht so schnell hier. So, sollten wir gleich haben. Alles klar, und ja, ich habe ungefähr richtig gerechnet. So, ich kann hier schon mal das hier verkleinern. Schwefel kann ich dann auch verkaufen, wenn es soweit ist. Das hier ziehe ich mir direkt rein und das Brot auch hinten rein.
So ein golden leuchtender Helm wäre halt sau praktisch jetzt. Wäre echt praktisch. Und wenn ich überall so verdammter Seelensand wachsen würde. Theoretisch müssten wir ja auch alle Pflanzen mitnehmen, die ganzen Bäume. Allein schon für die Biotonne. Kies, oh cool, fett viel Kies. Die Feuersteine dann. So, ich hoffe, das sieht man aus der Entfernung. Boah, fett viel Glowstone. Achso, das ist ein Grabstein, okay. Kann man nichts machen. Das hier könnt ihr kaputt schlagen und dann mitnehmen. Bringt mir aber nichts. Den hier kann ich schlecht liegen lassen. Spätestens, wenn uns die Fackeln ausgehen, sind wir tot rum. Beziehungsweise, ich war ja auch jetzt wieder so mega, mega ungeizig mit den Fackeln, die ja eigentlich ein wertvolles Gut sind im Nether, weil die ja schließlich Kohle benötigen. Aber auch Kohle können wir mittlerweile relativ günstig kaufen. Ich weiß gar nicht, den exakten Gegenwert weiß ich gar nicht. Vielleicht stelle ich es noch so ein, dass Kohle vielleicht den gleichen Wert hat wie hier Netherquarz. Im Austausch, im Kauf und Verkauf. Mal schauen. Kann man auf jeden Fall alles brauchen. Die Spitzhacke ist schon fast wieder kaputt. Kacke, und ich habe keinen Ersatz. Blöd. Holz könnte ich anbieten. Ja gut, wir müssen ja nicht gleich jedes Ziel erreichen von hier aus. Wir können auch erstmal den Weg ein bisschen befrieden. So, der Logik nach müssten wir jetzt hier durch den Fels. Das würde am meisten Sinn machen. Vielleicht steige ich noch ein bisschen hoch und dann mal schauen. Weil runterbuddeln kann man immer. Hoch ist dann ein bisschen schwieriger. Ja, das gibt zwar nichts raus, aber im Notfall kann man auch so buddeln. So, okay. Oder wir gehen einfach über. Nein, nicht über. Es sei denn, wir gehen da oben drüber. Ich schau mal. Hier Fleisch und Blut und Knochen und bläh. Vielleicht finden wir ein paar Steine.
Oder wir könnten ein paar Kopf schlagen, wenn irgendwo Blut in Lava fließen sollte, zufällig. Pilze. Noch mehr Pilze. Sieht's denn da hinten aus? Bisschen was an Weg würden wir schon einsparen, wenn wir jetzt hier. Wenn wir jetzt hier einfach weitergehen. Ja, und jetzt ist die Frage, gehen wir einfach die Wand entlang oder durch selbige hindurch? Theoretisch. Das Augengebüsch. Okay, das war auf jeden Fall ein Geräusch. Warte, euch dürfte es doch eigentlich noch gar nicht geben. Eigentlich dürfte es halt noch gar nicht geben. Trage ich zufällig Gold oder so ein Scheiß? Nein. Dürfte quasi nicht existent sein. Hm? Oh. Goldnuggets für Pilze. Ah, kann ich leider nicht anbieten. Ich denke mal, der Weg da außen rum ist gar nicht so schlecht. Ja, wie man sieht, auch für mich sind noch viele Dinge neu. Ich habe das Ding auch ohne großartig durchzulesen auch einfach mal installiert. War froh, dass ich was gefunden habe für die Version. So, hier. Markierung. Hier Markierung. Und weiter müssen wir durch die Wand. Ich weiß noch nicht, wie weit die Wand ist. Vielleicht kommen wir gleich wieder raus, oder vielleicht müssen wir uns ewig und 10.000... Blut habe ich jetzt keins gesehen. Das wäre schon ein Biom, wo es Blutseen gäbe. Allerdings nicht für mich. Was ist das? Oh, ich will es gar nicht wissen. Bestimmt irgendwas Böses. Schon cool aus. Ja, ich sehe kein Blutsee. Aber ich sehe, dass die Wand nicht unbedingt so super dick ist. Ja doch, Penner. Oder? Nee, das habe ich falsch geguckt. Die Wand, es wäre in die Richtung. Da weiß ich es nicht.
Warum gehst du hier plötzlich so tief runter? Mag ich nicht. Ist mir gar nicht recht. Ja, komm, gehen wir auf Nummer sicher und arbeiten uns durch das Gestein. Beziehungsweise. Diese eklige kleine Drohnen, überall schwirren die rum. So, also, in die Richtung, die da wäre, da lang. Teufel! Es ging jetzt fix. Oh, ich habe jetzt so safe gedacht, ich bin tot. Als mir fucking Lava entgegenströmt. Alter, es war nur Blut. Kein Problem, easy. Nur ein bisschen Scheine gespielt. Cool, das kann ich nämlich gerade gut gebrauchen. fucking Blutpool, Alter. Kriegen wir das hin? Irgendwie schon, oder? Bald. Ein Kübel wäre halt nice. Ich gucke hier sonst mal, ob da vielleicht noch mehr ist. Vielleicht ist da gerade eine Art See davon. Vielleicht findet sich auch in der Nähe noch mehr Lava. Dann müssten wir hier nicht rumwichsen. Schon mal gut. Okay, ja, nein. Ich denke, da ist besser, ne, zuerst ein bisschen Stein herstellen, versuchen hier on the fly. Ja, so Kübel oder irgendwas habe ich halt effektiv nicht. Da müssen wir halt wirklich so gut wie nur irgendwie möglich. Okay. Noch ein Blutpool. Blut, 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 Neta, 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 Rack. Fleisch. So, hier sicher mal zumachen, damit nichts mehr abfließen kann. Mehr, desto besser. Was hat die Schnauze? Können wir uns eine Art Aquädukt bauen? Ja, ich weiß auch nicht, Schweini. Ich weiß auch nicht. So schon mal nicht. Wir sind schon relativ nah dran. Das kriegen wir hin. Vor allem hier ist ja eh nur noch Fleisch.
Aha. Soll ich nicht unvorsichtig sein und irgendwie draufgehen dabei?